Die Ampel streitet, die Opposition freut sich. Die Frage ist, ob die Opposition die besseren Antworten hat. Das werden wir gleich feststellen. Von der sogenannten Söderschen Verbotspartei ist hier die eine von den beiden Chefs, Chefin da, Ricarda Lang, und der Unionsfraktionsvize von der CDU, Jens Spahn. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Frau Lang und Herr Spahn, wir reden jetzt gleich über Klima und Energie. Das ist ein Feld, da sind Sie sich so gut wie nicht einig. Beim Ziel. Deswegen am Anfang vielleicht einen netten Satz über die CDU. Netten Satz über die CDU? Ach, da muss ich ganz kurz überlegen. Naja, ich meine, die CDU hat, glaube ich, dem Land in der Vergangenheit häufig sehr viel Stabilität gegeben. Die Frage ist, ob sich das in die Zukunft übertragen lässt. Okay, jetzt Sie einen netten Satz über die Grünen, Herr Spahn. Die Grünen waren letztes Jahr so pragmatisch, wie ich es gar nicht erwartet hätte. Das ist schon nett. Fanden Sie nicht? Okay. Ich kann damit leben. Gut. Um herauszufinden, wo Sie stehen, bitte am Anfang nur kurz mit Ja oder Nein. Cannabis legalisieren? Ja, ich bin ja gegen unsinnige Verbote. Nein. Die kleinen Paschas, sind sie ein Problem in deutschen Schulen? Gibt es ein Problem? Ja, die Frage ist, was ist gemeint mit kleinen Paschas? Gibt es ein Problem mit einer toxischen Männlichkeit, die schon kleinen Kindern vermittelt wird, kulturell geprägt? Ja. Es ist mehr als ein Ja, aber? Fragen wir Lehrerinnen und Lehrer, fragen wir Erzieherinnen und Erzieher, die erleben das jeden Tag. Ich glaube, das Problem ist, wenn diese reale Debatte auf dem Niveau von kleinen Pascha geführt wird. Also eher ein Jein. Der linken Chef Schirdewan fordert ein Verbot von Privatjets, zum Beispiel nach Sylt. Richtig oder falsch? Finde ich jetzt nicht das Wichtigste und auch nicht die richtige Forderung. Auch kein Ja oder Nein? Falsch. Gut. Sollten Streikmöglichkeiten bei der kritischen Infrastruktur eingeschränkt werden? Man muss das dann definieren, was gemeint ist. Aber bei der, da, wo es um Alltagsversorgung gilt, ja. Nein, das Streikrecht ist ein unglaublich wichtiges Gut in unserem Land. Und gerade da, nehmen wir mal den ÖPNV, brauchen wir gute Arbeitsbedingungen, wenn wir dem Fachkräftemangel entgegenwirken müssen. Gute Bezahlung, gute Arbeitsbedingungen. Ein Nein. Sind Sie für ein Verbot von Werbung für gesundheitsschädliche Lebensmittel für Kinder? Ja. Jein, liegt dran weh. Verbot ist Verbot. Einfach nicht stattfinden lassen. Ja, ich finde, eigentlich müsste man, jetzt muss ich doch ausholen, aus vorheriger Verwendung. Ja. Aber eigentlich müsste man früher ansetzen, nicht beim Verbot fürs Produkt, sondern beim Produkt, das in so einem kleinen Joghurt für Kinder irgendwie 30-40% Zucker ist. Da ist das Problem. Sie würden lieber das Produkt verbieten als die Werbung. Wenn die Lebensmittelindustrie nicht, was sie versprochen hat, es endlich schafft, besonders für Kinderprodukte, diesen Zuckeranteil zu reduzieren, ja, dann würde ich sagen, muss man daran, aber nicht beim Thema Werbung. Wenn das Produkt legal ist, war mehr als ein Ja oder Nein, aber erhellend. Friedrich Merz nennt die meisten Aktivisten der letzten Generation Straftäter. Hat er recht? Ja oder Nein? Na ja, sind ja einige als Straftäter verurteilt worden. Insofern sind einige. Das Problem an Ihren Fragen, ja, nein, ist halt immer die verallgemeinerte Variante. Friedrich Merz nennt die meisten Aktivisten. Diejenigen, die sich auf die Straße kleben, die dort zum Teil Straftaten in Museen begeben, sind Straftäter. Diejenigen, die einfach nur demonstrieren. Eine Demonstration ist nicht nur keine Straftat, ist sogar ein Recht. Es liegt halt daran, was man tut, ob man zum Straftäter wird oder nicht. Ich hätte Sie jetzt einfach den Satz von Friedrich Merz kommentieren lassen. Die meisten Aktivisten von der letzten Generation sind Straftäter? So formuliert, sag ich mal, ja. Ich glaube, in einer Sache sind wir uns einig, dass wir wenig von Ja-Nein-Fragen halten. Okay, danke. Muss man sich das eher anschauen. Also die Frage über die Strafbarkeit, das entscheiden Gerichte. Die Frage über die Sinnhaftigkeit halte ich politisch ziemlich wenig davon. Wovon ich allerdings auch wenig halte, wenn sich jetzt Leute hinstellen und diese Klimaaktivisten mit den Taliban vergleichen, dann haben wir auch jedes Maß verloren. So, aber es gibt ja auch einen anderen Weg, das zu machen. Es gibt einen grünen Bürgermeister in Hannover. Jetzt sind wir aus der Ja-Nein-Runde sowieso raus. Der heißt Belit Unay und er hat einen Deal mit der letzten Generation geschlossen und sagt, ich bringe eure Forderung quasi mit in mein politisches Handeln und ihr klebt euch nicht mehr an. Finden Sie das als Parteivorsitzende gut? Ist das eine Form von Erpressung? Nein, ich glaube, es ist eine relativ pragmatische Lösung vor Ort. Ich glaube auch, dass die meisten Leute in Hannover ziemlich froh darüber sind. Der Verkehr fließt wieder, es ist eine Entspannung. Und Bildet Onay hat ja nicht gesagt, ich schließe mich allem an, sondern an der Stelle, wo ich die politischen Forderungen für richtig finde, wie zum Beispiel eine Weiterführung vom 9-Euro-Ticket oder ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen, dass das ein Grüner vertritt. Ich glaube, das ist keine Überraschung. Ich finde, wenn gute Kommunalpolitiker vor Ort gute Lösungen finden, sehr gut.
Sehe ich diametral anders. Helmut Schmidt hat mal richtigerweise gesagt, der Staat sollte sich nicht erpressen lassen. Das gilt auch für einen Oberbürgermeister. Und ich frage mich immer, was machen wir eigentlich, wenn das andere Gruppen machen, die vielleicht ganz andere Ziele haben? Also bei diesem Ziel haben ja viele, jedenfalls innerlich sagen, das ist immerhin für eine gute Sache. Aber wenn du das einmal als Prinzip akzeptierst, ich lege die Stadt lahm und wenn ich das lang genug mache, dann kriege ich, was ich will. Was machen wir, wenn das Islamisten machen, Rechtsextreme machen? Was machen wir eigentlich, wenn ganz andere Gruppen auf die Idee kommen, auch zu diesem, wie ich finde, sehr Gesellschaft, dem Anliegen, aber auch der Gesellschaft schadenden Verhalten zu kommen? Und deswegen halte ich es für falsch, ausdrücklich für falsch, dass sich Politik, auch Kommunalpolitik, erpressen lässt. Aber Frau Lang, das ist doch jetzt, das will ich einmal sagen, wirklich ein weit hergeholter Vergleich. Ich habe vorher gesagt, ich halte von diesen Aktionen ziemlich wenig. Ich glaube, dass sie politisch überhaupt nicht zum Ziel beitragen, dass wir mehr Mehrheiten für Klimaschutz haben. Aber so zu tun, als gäbe es keinen Unterschied, wenn das Islamisten machen oder wenn es eine letzte Generation macht, natürlich gibt es einen Unterschied in den Forderungen. Und ich finde diese Gleichsetzung, ich habe das gerade eben schon mal gesagt, die immer wieder stattfindet in der Debatte. Ich halte von den Aktionen überhaupt nichts. Aber wenn sich plötzlich Politikerinnen aus dem Bundestag zum Beispiel hinstellen und sagen, das wäre eine Taliban. Da ist doch jedes Mal so das Argument. Ich finde das, find das Argument Punkt, trotzdem, ich nehme jetzt mal die Taliban weg und sage mal, meinetwegen, es sind, weiß ich nicht, sie wollen etwas durchsetzen für die Schule ihrer Kinder. Mhm. Und dann kleben sie sich so lange da an, bis dann auf die Forderungen eingegeben wird und stören den gesamten Verkehr. Okay oder nicht? Ich finde es überhaupt nicht sinnvoll, dass ein Gespräch stattfinden kann, auch an dieser Stelle. Das ist ja klar, also dass sozusagen auch Politikerinnen in das Gespräch gehen. Aber am Ende ist es keine Erpressung, wenn sich ein Politiker hinstellt und sagt, Forderungen, die ich auch sinnvoll finde, kommuniziere ich nochmal in Richtung der Bundesregierung. Es gibt halt ein Problem, wenn du solche Aktionen akzeptierst für eine vermeintlich oder tatsächlich gute Sache. Dann ist es sehr schwer, ein anderes Beispiel, das Reichstagsgebäude. Wurde auch schon von Greenpeace genutzt, um entsprechende Aktionen zu machen. Dann haben angefangen, Identitäre, zum Teil Rechtsextreme, genau das Gleiche zu machen. Bei Greenpeace haben alle gesagt, ist okay. Wie willst du da? Ich finde, bei solchen Aktionen, es gibt ein Demonstrationsrecht, eine Meinungsfreiheit, das kann man ausleben. Und ich werde übrigens immer dafür kämpfen, dass jemand das Gegenteil dessen, was ich für richtig halte, auf dieser Straße überall sagen kann, den größten Unsinn und den größten Sinn, das ist ein freies Land. Aber die Regeln müssen für alle gleich sein, egal wofür oder wogegen sie ihre Meinung äußern. Und dann heißt es eben auch, dann klebt man sich nicht auf die Straße, egal ob man dafür oder dafür ist. So, Herr Spahn, die letzte Generation sagt ja, es wurde einfach zu wenig für den Klimaschutz getan in den ganzen letzten Jahren. 16 Jahre hat die CDU regiert. Sie sagen, die CDU ist die wahre Klimaschutzpartei. Seit wann sind Sie das? Seitdem Sie in der Opposition sind? Oder darf man das so nachfragen? Seit den 90er Jahren. Das ganze Thema Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz hat schon in den 90er Jahren begonnen. Kreislaufwirtschaft, Einführung auch von Papierverwertung, dass es saubere Flüsse gibt. Überlegen Sie nur, wie die Flüsse aussahen. All diese Maßnahmen, saure Wälder, sind von der Union gemacht worden, von dem ersten Umweltminister der Republik der Union. Ausbau der erneuerbaren Energien. Jürgen Trittin, wenn Sie den noch erinnern, hat mal als Umweltminister 2004 gesagt, sein Ziel ist 2020 20% Erneuerbare am Stromanteil. Dann haben wir 2005 übernommen. 2020 waren 47% Erneuerbare am Stromanteil. Ich akzeptiere, dass es mehr sein soll. Aber wir sind das Industrieland, das den größten und schnellsten Ausbau an Erneuerbaren einfach gehabt hat und bis heute hat. Deswegen kann man immer sagen, es sollte mehr sein. Aber so zu tun, als hätte dieses Land nicht mehr als viele andere Länder auf der Welt Klimaschutz, Naturschutz, Umweltschutz auch in den letzten Jahren gemacht, maßgeblich unter Unionsführung, das stimmt einfach nicht. Übrigens, ein Beispiel habe ich noch. Klimaschutzgesetz, das aktuelle, das einzige, das erste Klimaschutzgesetz dieses Landes gilt und wird seit über einem halben Jahr von dieser Klimaschutzkoalition, diese angeblichen, gebrochen. Die halten seit über einem halben Jahr zwei das Gesetz nicht. In einem erst das provokative Frage, eine lange Antwort. Ist das die Klimaschutzpartei, der Sie jetzt Ihren Titel abgeben als Grüne? Nein, natürlich nicht. Ich glaube, auf der einen Seite wurde es gerade besprochen, was natürlich das Erbe dieser Regierung ist, dem wir uns jetzt konfrontiert führen. Das ist eine massive Abhängigkeit von russischem Gas, wo wir im letzten Jahr gesehen haben, wie verwundbar uns die gemacht hat. Das ist eine ins Ausland verlagern von Arbeitsplätzen, eine Solarindustrie, die hier floriert hat, die unter Peter Altmaier blockiert wurde, weshalb jetzt die Solarpanels in China hergestellt werden und nicht hier in Deutschland. Und trotzdem, glaube ich, man macht es sich zu einfach als Regierungspartei. Da verstehe ich Ihren Punkt, wenn man sich hinstellt nach einem Jahr Regierung und immer sagt, die letzten 16 Jahre. Das ist zu
das ist zu bequem. Sondern wir müssen uns ja jetzt mal anschauen, worüber diskutieren wir im Moment. So, und da muss ich aber sagen, die Frage ist nicht, was ist in den letzten 16 Jahren passiert, sondern was ist der Plan für die nächsten 17 Jahre? Und ich glaube, das ist das Problem. Da erlebe ich eine Partei, die sich an jeder Stelle dagegen stellt, ob es die Wärmewende ist, ob es die Verkehrswende ist, die an dieser Stelle keine Antworten hat. Das Problem bei der Union ist, Klimaschutzpartei ist man nicht, indem man sich dieses Label auf die Fahne schreibt, sondern einen Plan hat, wie wir bis 2045 klimaneutral werden. Und das Problem ist nicht, dass Ihre Partei die letzten 16 Jahre Zukunft verbaut hat, sondern dass sie keinen Plan hat für die nächsten 16 Jahre. Jetzt müsste ich wieder weit ausholen zu den letzten 16 Jahren. Das will ich gar nicht so ausführlich machen. Ich will nur sagen, aber die Abhängigkeit, ich will es nur noch mal sagen, die wir haben so stark vom Gas, hat auch was damit zu tun, dass wir uns entschieden haben, aus Kernenergie und Kohleenergie auszusteigen in relativ kurzer Zeit. Gas ist die Brücke, bis die Erneuerbaren speicherbar sind. Steht sogar im Koalitionsvertrag der Ampel. Die Grünen waren bis vor einem Jahr gegen LNG-Terminals in Deutschland und gegen Fracking. Und wenn Gas die Brücke ist, wo soll dann das Gas herkommen? Wer hat den Atomausstieg gemacht? Aus heutiger Sicht war der Atomausstieg. Wer hat ihn gemacht? Wir haben den gemacht. So. Nee, falsch. Atomausstieg hat Rot-Grün gemacht. Jürgen Sie haben ihn zurückgedreht Schröder. Und dann haben Sie nochmal gemacht. Dadurch wurde er noch teurer. Wir haben ihn beschleunigt. Wir haben ihn vorgezogen zeitlich. Und im Nachhinein hätten wir das nicht tun sollen. Es war ein Fehler. Darf ich kurz sagen, warum es falsch war, Frau Maischberger? Weil unbedingt. Sie haben recht, wir haben es gemacht und aus heutiger Sicht würde man es nicht noch mal machen, weil man sollte zuerst aus Kohleenergie aussteigen und dann aus Kernenergie. Warum? Weil wir das Klima schützen wollen. Ich werde nie verstehen, warum der grüne Klimaschutzminister Robert Habeck lieber DDR-Kohlekraftwerke Jens Schwalde wieder ans Netz holt. Die größten Klimaschleudern, die es gibt in Europa, die werden ans Netz geholt, damit klimaneutrale Kernkraftwerke die letzten vom Netz gehen. Verstehe ich nicht, ist keine Klimaschutzpolitik. Zum Thema unseres Planes will ich nur sagen, es war die CDU, CSU und die Union, die im Europäischen Parlament im Dezember letzten Jahres gegen das Agieren der Bundesregierung zum Beispiel die CO2-Zertifizierung, Bepreisung für den Gebäudesektor durchgesetzt hat, für den Verkehrssektor. Also nicht zu sagen, wir verbieten einzelne Technologien, weil wir es besser wissen als die Ingenieure, sondern zu sagen, wir geben dem, was CO2 ausstößt, Öl zum Beispiel, einen Preis. Wir machen es teurer und dann wird am Ende sich das durchsetzen, was günstiger ist. Das ist unser Weg. Nicht verbieten, sondern wirtschaftlich, marktwirtschaftlich über den Preis. Gut, dann bleiben wir erstmal beim Verbieten und machen die Atomkraft danach, weil dazu gäbe es vielleicht noch was zu sagen. Beim Verbieten ist es ja bei den Grünen so, der Verbrennungsmotor auf EU-Ebene wird jetzt verboten ab 2035 und auch die Gas- und Ölheizungen, darüber haben wir gerade geredet. Warum trauen Sie den Menschen nicht zu, denn das ist ja der Vorwurf, dass sie von alleine und nach den jetzt schon geltenden gesetzlichen Vorgaben, die ein Jahr später in Kraft treten würden, das von alleine irgendwie hinbekämen? Ich finde, ehrlich gesagt, genau das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, die, die immer so tun, als ob alles bleiben kann, wie es ist und sich nichts verändert, die trauen den Menschen nichts zu. Klar zu sagen, ja, wenn wir klimaneutral werden bis 2045, wozu sich alle demokratischen Parteien verpflichtet haben, dann wird sich auch was verändern. Das ist ja Zutrauen in die Bevölkerung. Ich nehme mal bei diesem Verbotsthema ein Beispiel, das ein bisschen vor meiner Zeit liegt. Das war in den 80er Jahren FCKW in den Kühlschränken. Es gab das Problem mit dem Ozonloch. Es war klar, es muss was passieren. Was hat damals Klaus Töpfer gemacht? Umweltminister von der Union. Er hat nicht FCKW-Kühlschränke einfach teurer gemacht. Er hat nicht irgendwie irgendwelche Umwege gefunden, sondern er hat de facto FCKW-Kühlschränke verboten. Mhm. Hat das dazu geführt, dass es in deutschen Küchen keine Kühlschränke mehr gab? Ganz im Gegenteil, sondern es hat dazu geführt, dass hier modernere und bessere Kühlschränke produziert wurden. Das heißt, am Ende ist das nichts anderes als Ordnungsrecht. Das ist nicht der alleinige Weg. Mhm. Aber ich will auch sagen, wenn wir so tun, als wäre der alleinige Weg der Preis, dann wird es am Ende verdammt ungerecht. Denn dann wird es nicht sozial flankiert, dann wird es nicht gestaltet und dann kommt es nur darauf an, wer kann es sich am Ende leisten. Wenn ich sage, die unsichtbare Hand des Marktes regelt das, dann wird es ziemlich sichtbar sozial ungerecht. Warum ist der FCKW-Kühlschrank nicht mit der Öl- und Gasheizung zu vergleichen? Weil beim FCKW, es waren ja auch die Sprühdosen, weil da sehr einfach das ausgetauscht werden konnte, ohne dass das einen großen Unterschied gemacht hat, übrigens auch im Preis. Das war auch richtig. Das zeigt übrigens, dass es Unions-Umweltschutzpolitik gegeben hat. Da gab es die Grünen noch gar nicht. Wäre aber egal, heute als aber unabhängig davon ist das ja völlig was anderes, ob Sie sozusagen einen Bestandteil eines Produktes verbieten, das schnell ausgetauscht werden kann und auch beim Preis nicht viel verändert, oder ob Sie eine ganze Technologie verbieten, die auch das Potenzial hätte,
vielleicht sogar das Ziel zu erreichen. Also wir sind uns ja im Ziel einig. Zum Beispiel ab 2035 klimaneutrale Mobilität. Ich möchte übrigens auch klimaneutrale Jets nach Sylt. Ich möchte nicht das Fliegen verbieten, ich möchte klimaneutrales Fliegen. Und deswegen geht es ja um die Technologie dahin. Mhm. Also es ist die Frage, gibt es nur die eine Technologie, Elektromobilität, oder gerade im Land der Verbrennermotoren, wir verdienen ziemlich viel Geld auf der Welt mit unseren Verbrennermotoren, sollten wir nicht sagen, wenn die Ingenieure es schaffen, Verbrennermotoren, E-Fuels zu entwickeln, die klimaneutral sind, warum verbieten, wenn das Ziel Klimaneutralität ist? Und das kann ich auch für andere Technologien sagen. Das ist der Punkt der FDP, mit der regieren Sie. Die FDP möchte gerne technologieoffen sein. Sind Sie denn bereit, darüber mit denen in Gespräche zu gehen? Naja, ich bin dauerhaft in Gesprächen mit Ihnen, das kann ich nicht sprechen. Aber niemand möchte E-Fuels verbieten. Ich glaube sogar, die E-Fuels werden einen relativ großen Anteil auch bei der Verkehrswende bieten. Ja. Aber dort, wo es nicht anders ersetzt werden kann, bei der Schifffahrt, bei den Flugzeugen, bei den LKWs und schweren Transport, da werden wir E-Fuels brauchen, weil es keine einfachere Methode gibt. Bei den PKWs, da haben wir eine einfache Methode. Was mich manchmal so ein bisschen irritiert an dieser Debatte zur Technologieoffenheit, bin ich erstmal voll dabei, aber dass oft unter diesem Chiffre eigentlich die Technologie, die am einfachsten, effizientesten auf der Hand bringt, blockiert wird. Elektromobilität zum Beispiel, oder jetzt reden wir über die Wärmepumpen. Und da muss ich sagen, wir müssen am Ende Technologieoffenheit, das heißt doch nicht mehr zu schauen, was ist effizient und was macht an welcher Stelle Sinn. E-Fuels brauchen ungefähr 8-mal mehr Energie, als es Elektromobilität braucht. Dann muss ich sie doch da einsetzen, wo ich sie nicht ersetzen kann. Wenn ich sie jetzt aber im PKW einsetze, dann ist das so ein bisschen, wie wenn ich von Köln nach Düsseldorf fahren will. Ich kann den Regionalzug sehen mit einer halben Stunde. Ich kann aber auch mit dem Einrad rückwärts fahren und 3 Tage brauchen. Ich würde Zweiteres nicht verbieten, aber richtig sinnvoll ist es halt auch nicht. Wenn jemand rückwärts mit dem Einrad von Düsseldorf nach Köln fahren will, soll er das machen? Und stört dabei niemand, dann ist in einem freien Land, soll er das tun dürfen. Der kann auch laufen, der kann hüpfen, der kann rückwärts gehen, der kann laufen, solange er niemand anderen dabei stört. Und da sind wir bei dem Thema nämlich. Das können wir total gerne, aber wenn wir bis 2045 klimaneutral werden wollten, sollten wir ein bisschen schneller sein als mit dem Einrad. Ja, kein Problem damit. 2035 Ziel klimaneutral. Mobilität, also auch im Individualverkehr, bin ich sofort dabei. Wenn die These stimmt, dass E-Fuels und Verbrenner viel teurer ist, dann wird es andere sicher durchsetzen. Also die Frage ist doch, meine These wäre nur, schauen Sie sich an, was in den letzten 10 Jahren an Forschung in ganz vielen Bereichen, nehmen Sie Krebstherapie, nehmen Sie Mobilität, nehmen Sie Smartphones, was da alles passiert ist. Wer von uns weiß denn, was bei E-Fuels in den nächsten 10 Jahren sich noch alles entwickelt? Wir schreiben vor, da bin ich bei Ihnen, 2035 muss das klimaneutral sein. Wenn das nicht geht, wird das Auto in Europa nicht mehr zugelassen. Aber wir können meinetwegen sogar die Ladesäulen fördern. Ich habe nicht mal was dagegen, Elektromobilität zu fördern. Aber ich habe was dagegen, alle anderen Technologien zu verbieten. Das hat mit Freiheit wenig zu tun. So, Sie sagen ja, Frau Lang, dass die Grünen die nächste Wirtschaftspartei werden. Wenn Sie das werden wollen, dann doch noch mal auf das Argument von Herrn Spahn eingehen. Warum dann nicht technologieoffen und zu gucken, was sich sozusagen in der Wirtschaft am besten durchsetzt? Die Wirtschaft ist ehrlich gesagt ziemlich klar, wenn es um die Elektromobilität geht. Der ganz, ganz große Teil der Automobilindustrie hat sich bereits festgelegt und sagt, der Weg in die Zukunft ist beim PKW die Elektromobilität. Da müssten Sie es ja nicht mehr regulieren. Dass man aber dafür auch Planungssicherheit schafft und einen klaren Weg vorgibt. Ich finde am Ende, ich habe schon gesagt, wir werden den Markt brauchen, der eine klare Richtung hat. Die Wirtschaft hat sich entschieden. Wir brauchen aber auch eine Planungssicherheit und einen klaren Weg, dass die Politik sagt, wir sind mit an Bord auf diesem Weg. Und ich muss einmal sagen, wir können gerne gleich noch eine Wette abschließen. Aber ich höre das sehr, sehr oft. Im Ziel sind wir uns ja alle einig. Im Ziel sind wir uns alle einig, dass wir bis 2045 klimaneutral werden wollen. Im Ziel sind wir uns alle einig, dass wir die Verkehrswende haben wollen. Aber wenn dann bei jeder einzelnen konkreten Maßnahme immer wieder Nein gesagt wird, immer wieder blockiert werden muss, dann muss man sagen, nein. So werden wir dieses Ziel nicht erreichen. Da fehlt mir ehrlich gesagt häufig die Ernsthaftigkeit. Nein. Wir sagen ja, wir haben dazu zum Beispiel Ja gesagt. Sie wollten eine Wette abschließen, zum CO2-Bepreisen, auch bei Verkehr übrigens. Ja. CO2 wird auch bei Verkehr in Zukunft bepreist. Wette. Es wird auch nach 2035 Verbrennermotoren klimaneutral auf der Welt geben. Sogar viele neu geben. Sie werden nur nicht mehr in Europa produziert. Ich wette mit Ihnen, wenn wir beiden hier 2035 sitzen, werden in anderen Teilen der Welt sehr erfolgreich Verbrennermotoren klimaneutral produziert werden, wenn das Verbot in Europa kommt. Das Problem ist nur, ein Großteil der Wertschöpfung unseres Landes, auch bei mir im Münsterland, hängt daran, dass wir die besten Verbrennermotoren der Welt bauen.
da machen wir richtig Geld mit. Damit bezahlen wir unsere Rente, damit bezahlen wir unsere Pflege, damit könnten wir die Transformation bezahlen, weil es kostet richtig viel Geld, diese ökologische Transformation. Sie ist richtig, aber sie kostet viel Geld. Und dass wir den stärksten Wirtschaftszweig, den wir haben, Automobilindustrie mit Verbrennermotoren, selbst verbieten. Die Chinesen sind führend bei Elektromobilität. Mhm. Die lachen sich ins Fäustchen, dass die Europäer ihre Technologie verbieten und ihre dann auch noch zu einzig Waren erklären. Ich glaube halt nicht, dass Transformation gelingt, wenn man sich vorher die wirtschaftliche Stärke selbst abschneidet. Das wird nicht funktionieren. Aber dann schauen wir uns ja, genau. an. Dann schauen wir uns doch an, die Automobilindustrie will diesen Weg gehen. Die hat sich ganz klar positioniert und gesagt, der Weg geht hin zur Elektromobilität. Aber wenn Sie jetzt sagen, ne, wir werden sozusagen gegen China uns aufstellen, das sehen wir doch gerade. In den USA werden Milliarden von Geldern investiert mit dem Inflation Reduction Act in erneuerbare Energien, übrigens auch in Elektromobilität. Mhm. Die Chinesen investieren massiv in die Elektromobilität. Das heißt, ich habe übrigens auch einen Wahlkreis, wir sind sehr, sehr stark an der Automobilindustrie gebaut. Und sehr, sehr stark da dran hängt. Das heißt, die Frage, ob sich in Zukunft Arbeitsplätze hier halten, die entscheidet sich daran, ob wir Vorreiter werden bei der Elektromobilität, ob wir Weltmarktführer in diesem Bereich werden. Und ja, da müssen wir auch klar sagen, das ist unser Ziel. Ist wir können, auch, na, wir auch eine Wette in die Zukunft sozusagen. Keiner weiß es in der Tat, was sich dann am Ende durchsetzen wird. Ich habe trotzdem noch eine Frage, weil Sie gerade vom Geld gesprochen haben. Dann doch noch mal auf dem Weg zu dieser Transformation und da wieder bei den Öl- und Gasheizungen. Also, das ist teurer. Eine Öl- und Gasheizung zu ersetzen durch eine Wärmepumpe ist einmal im Einbau teurer und es wird durch den Strompreis, der im Moment auch einfach teurer ist als das, was man da verfeuert, nämlich das Gas, ist es eine Investition. Jetzt haben Sie gesagt, am Geldbeutel darf das nicht scheitern. Und der Wirtschaftsminister hat gesagt, es soll Förderprogramme geben. Das heißt, Sie entscheiden, was wir einbauen und wir bekommen das vom Staat bezahlt? Nein, wir unterstützen die Leute dabei. Wenn wir diese Frage anschauen, ich glaube, wir müssen bei den Heizungen wirklich gucken, was liegt de facto auf dem Tisch. Für die meisten Leute wird sich ab 2024 nichts ändern. Wenn ich eine bestehende Öl- oder Gasheizung habe, kann die weiterlaufen. Wenn die kaputt geht, kann ich sie reparieren. Wenn sie endgültig den Geist aufgibt oder wenn ich neu baue, dann auf klimafreundliche Methoden zu setzen. Das ist eine Frage vom Klimaschutz. Wenn wir bis 2045 klimaneutral werden wollen, 20 bis 30 Jahre hält so eine Heizung, müssen wir da hinkommen. Das ist eine Frage von Planungssicherheit. Wenn heute eine Familie eine Heizung einbaut, dass sie auch weiß, kann ich die in 20, 30 Jahren noch nutzen. Es ist aber auch, und das dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren, eine Frage der Bezahlbarkeit. Denn am Ende wird Gas, Sie haben den ETS genannt, als ein Zertifikatehandel, die fossilen werden dauerhaft teuer sein. Das heißt, auf die Strecke sind erneuerbare Heizmethoden deutlich, deutlich billiger. Aber am Ende muss man es sich auch im Hier und Jetzt leisten können. Und deshalb werden wir die Leute finanziell unterstützen. Das darf nicht am Geldbeutel scheitern. Wie, in welcher Höhe? Und weiß das der Finanzminister schon? Ich denke, der Finanzminister weiß das. Wir haben es ja häufig gesagt, wir haben gemeinsam den Beschluss getroffen, dass wir ab 2024 auf klimafreundliche Methoden setzen wollen. Und ja, das wird am Ende Geld kosten. Wir werden dieses Geld finden, der Bundesregierung, da bin ich mir absolut sicher. Ich will aber auch einmal sagen, das haben letzte Woche noch mal Zahlen gezeigt. Wir haben jetzt in Deutschland schon Klimaschäden in der Höhe von 145 Milliarden Euro. Wir werden in der Zukunft auf 900 Milliarden Euro Klimaschäden schauen. Das muss klar sein. Am Ende ist Klimaschutz teuer, das stimmt, aber nichts ist teurer als kein Klimaschutz. So, das Argument gebe ich an Sie weiter. Also lieber jetzt investieren von staatlicher Seite, Förderungen für eben den Einbau von modernen Heizungen statt Öl und Gas und damit Klimaschäden vermeiden und am Ende den Geldbeutel schon. Also das Thema, erst was zu verbieten und dann breite Förderprogramme zu machen, kostet erstmal wahnsinnig viel Geld, wenn man diesen Weg geht. Gezielt etwa untere Einkommen, das, und wir haben immer auch gesagt, warum 300 Euro Energiepauschale für alle, macht lieber 1000 Euro fürs untere Einkommensdrittel. Ja. Gezielt zu unterstützen, auch okay. Aber wir müssen jetzt mal schauen. Wir sagen den Leuten, ihr müsst ein neues Auto kaufen, weil es soll ja nur noch Elektro sein. Ihr müsst eine neue Heizung kaufen, am besten eine Wärmepumpe, weil es soll ja elektrisch sein. Ihr müsst euer Haus sanieren, weil es soll ja auch noch effizient sein. Und dann sagen wir noch dazu, und das am besten schon in 9 Monaten. Wann welches Förderprogramm gilt, wissen wir noch nicht so richtig. Der Bundestag entscheidet vielleicht final im Sommer. Was gerade passiert ist, die Leute, also die Kommunikation ist chaotisch, der Zeitplan ist chaotisch. Und es führt irgendwann dazu, dass alle sich nur noch überfordert fühlen. Also wir werden irgendwann die Situation erleben, weiß nicht, dass die Otto-Normalfamilie sich vielleicht auf die Straße klebt, weil sie einfach sagt, ich kann nicht mehr. Und dann hat man den Klimaschutz echt einen Tort angetan, weil du brauchst Akzeptanz in der Bevölkerung für diesen Weg. Und
durch diese Art der Kommunikation und durch dieses Brachiale. Ich meine, der 1.1.2024 ist in 9 Monaten. Die Leute haben ihre Häuser schon geplant. In der Zeit, wo wir gerade Wohnungsnot haben, tut das eigentlich allen Zielen ziemlich einen Tort an. Also ich finde diese Herangehensweise in jeder Dimension falsch. Frau Lang, eine Replik. Weil Sie gerade gesagt haben, es wird den Leuten gesagt, du musst ein neues Auto kaufen, du musst eine neue Heizung kaufen. Nein, das wird niemand gesagt. Die Leute, die bestehende Heizung haben, die Leute, die mit Verbrenner fahren, die werden auch weiter diesen Verbrenner fahren können. Aber die Frage ist doch heute, wenn ich jetzt im Jahr 2024 oder im Jahr 2025 oder 2026, wenn ich da eine neue Heizung einbaue, baue ich dann eine Gasheizung ein oder eine Ölheizung, die noch über 20 oder 30 Jahre lang auf Basis von fossilen Brennstoffen läuft? Das ist mit Blick auf die Klimaziele und mit Blick auf die Bezahlbarkeit, ehrlich gesagt, wäre das einfach Irrsinn. Und dessen sollten die Leute aber unterstützen, dass sie einen anderen Weg gehen können. Also ich finde es übrigens richtig, wir haben einen Antrag zur Wärmewende schon vor 4 Wochen oder 6 im Bundestag eingebracht. Ja. Ich finde es richtig, zum Beispiel das Ziel zu sagen, 65% ist ja der erste Schritt an der Energie in der Wärme soll klimaneutral erzeugt sein, sozusagen. Das Ziel finde ich richtig. Ich finde auch richtig, dass man einen Zeitplan macht. Ich finde es halt nur nicht richtig, 1.1.2024, sondern den Leuten mal 2-3 Jahre Zeit zu geben, damit sie bei ihrer Neubauplanung. Und dann sind ich wieder beim Thema Technologieoffenheit. Wenn es jemand schafft, mit einem anderen Weg als Wärmepumpe, ich meine, man muss ja mal sehen, der Strom kommt tageweise in Deutschland 50% aus Kohleenergie. Es gibt Tage, da kommt 90% aus Erneuerbaren. So, wenn's schafft, aber wenn es jemand schafft, einen anderen Weg zu gehen, dann etwa über Wasserstoff. Es gibt mittlerweile kleine Wasserstoffgeräte, die 1 Kilo Wasserstoff am Tag für den Hausgebrauch mit der Photovoltaik auf dem Dach herstellen. Wenn das die Gasheizung betreibt, klimaneutral, warum muss es dann die Wärmepumpe sein? So wie Herr Spahn spricht, spricht die FDP auch, mit der regieren Sie. Da gibt es eine Einigung, bei den anderen Themen wird man es sehen, wie es in der Ampel ist. Ich möchte Sie gerne trotzdem noch zu einer Prognose, nicht eine Wette, aber eine Prognose verführen, weil das betrifft auch die Thema Atomkraft. In einem Monat genau sollen die allerletzten deutschen Atommeiler vom Netz gehen. Die FDP würde es eigentlich gerne verlängern. Die CDU wird da morgen, übermorgen im Bundestag einen Antrag einbringen, darüber hinaus zu gehen. Prognose, 1. April ist für immer langfristig Schluss in Deutschland mit Atomkraft, ja oder nein? Ja, wir werden am 1. April, nee, am 15. April. 15. April, Entschuldigung, 15. April, Fehler, 15. April. Werden wir aussteigen, denn die Debatte, die wir im letzten Jahr über Atomkraft hatten, hat ja beruft auf vielen Unkenrufen und auch berechtigten Sorgen, also die wir uns auch gemacht haben, dass wir eine Gasmangellage haben werden, dass die Energieversorgung nicht gesichert ist. Nach einem Jahr können wir sagen, die Energieversorgung in diesem Land ist gesichert. Der Weg für die Zukunft, das sind die erneuerbaren Energien. Glauben Sie das auch? Ich fürchte es, weil was passieren wird, ist, dieser Strom wird dann von Kohlekraftwerken produziert werden. Das heißt, 6% des deutschen Stroms, der gerade von Kernkraftwerken ohne CO2 gemacht wird, wird dann ab dem 15. April von Kohlekraftwerken gemacht werden. Und das Grüne, das in dieser Zeit richtig finden, will mir einfach nicht in den Kopf. Aber dann darf ich eine letzte Frage stellen. Wenn Sie das so sehen und wenn Sie sagen, das Wichtigste ist, aus der Kohle auszusteigen, warum haben Sie und Ihre Partei jahrelang gegen den Kohleausstieg 2030 gekämpft? Darf ich darauf hinweisen, dass der Kohleausstieg von uns maßgeblich verhandelt wurde? Okay, das ist jetzt wieder in der Vergangenheit. Wir lassen das mit der Frage am Ende stehen, weil es ist ein ganz neues Thema. Sagen, das ist Planungssicherheit als Stichwort. Deswegen ist es nicht früher gegangen. Vielen herzlichen Dank für zwei unterschiedliche Sichtweisen auf ein und dasselbe Thema. Ricarda Lang und Jens Spahn, schön, dass Sie da waren. Danke. Gerne.